Listening Übung. In this listening practice, you will hear a short conversation with some questions for you to see what you understood. The conversation will play again after that with subtitles, and at the end, the answers to the questions will be shown. Have fun! A tour around the castle. Part 1. Willkommen zur Burgführung. Mein Name ist Teekanne und ich werde euch heute viel über die Burg erzählen. Der älteste Teil der Burg wurde im 11. Jahrhundert gebaut. Wow, das ist sehr alt. Ja, aber die Burg wurde durch ein Feuer fast komplett zerstört. Nur der alte Brunnen und ein Turm sind erhalten geblieben. Die Burg wurde nach dem Feuer neu gebaut und nach erweitert. Wurde die Burg während dem Zweiten Weltkrieg bombardiert? Ja, der linke Burgflügel wurde nach dem Krieg restauriert. Die rechte Seite wurde nicht zerstört. Lasst uns hineingehen. Das ist das Arbeitszimmer von Fürst Friedrich III. Die Tapete ist noch das Original aus dem Jahr 1852. Ist das eine versteckte Tür hinter dem Stuhl? Gut entdeckt! Das ist ein geheimer Gang für die Diener. Die Diener haben ein kleines Zimmer hinter den Schlafzimmern. So können sie schnell behilflich sein, wenn sie gerufen werden. Wir schauen uns noch ein paar andere Zimmer an. Was ist von der ersten Burg aus dem 11. Jahrhundert übrig geblieben? Wurde die Burg im Zweiten Weltkrieg bombardiert? Was ist noch original im Arbeitszimmer? Warum haben die Diener ihre Zimmer nah an den Schlafzimmern? Willkommen zur Burgführung. Mein Name ist Teekanne und ich werde euch heute viel über die Burg erzählen. Der älteste Teil der Burg wurde im 11. Jahrhundert gebaut. Wow, das ist sehr alt. Ja, aber die Burg wurde durch ein Feuer fast komplett zerstört. Nur der alte Brunnen und ein Turm sind erhalten geblieben. Die Burg wurde nach dem Feuer neu gebaut und nach erweitert. Wurde die Burg während dem Zweiten Weltkrieg bombardiert? Ja, der linke Burgflügel wurde nach dem Krieg restauriert. Die rechte Seite wurde nicht zerstört. Lasst uns hineingehen. Das ist das Arbeitszimmer von Fürst Friedrich III. Die Tapete ist noch das Original aus dem Jahr 1852.
Ist das eine versteckte Tür hinter dem Stuhl? Gut entdeckt. Das ist ein geheimer Gang für die Diener. Die Diener haben ein kleines Zimmer hinter den Schlafzimmern. So können sie schnell behilflich sein, wenn sie gerufen werden. Wir schauen uns noch ein paar andere Zimmer an. Was ist von der ersten Burg aus dem 11. Jahrhundert übrig geblieben? Der Brunnen und ein Turm sind übrig geblieben. Wurde die Burg im Zweiten Weltkrieg bombardiert? Ja, der linke Burgflügel wurde zerstört. Was ist noch original im Arbeitszimmer? Die Tapete ist noch original aus dem Jahr 1852. Warum haben die Diener ihre Zimmer nah an den Schlafzimmern? Damit sie schnell behilflich sein können, wenn sie gerufen werden. That's all for today's video. I hope you enjoyed it and that it was helpful. See you soon. Ciao, Kakao. Please feel free to leave a comment on whatever video you would like to see in the future and what you would like to learn. That's all for today's video. I hope you enjoyed it and that it was helpful. See you soon. Ciao, Kakao. And don't forget to like and share. Please feel free to leave a comment on whatever video you would like to see in the future and what you would like to learn. If you would like to see more videos like this in the future, please subscribe. And don't forget to like and share.